Guten Morgen, ihr Geliebten des Herrn. Vielleicht lag es ja am Titel, dass ich bei meinem gestrigen Impuls nur 10 Aufrufe bis zum Abend hatte. Es ist aus einem Buch von Max Lucado, wo er uns Menschen als Gottes Kinder, als Christen beschreibt als Werkzeuge. In 3 Kapiteln im Wesentlichen. Das eine Kapitel ist das, wo er unbrauchbare Werkzeuge beschreibt. Das sind immer kleine Kurzgeschichten über Menschen, über Situationen, die er persönlich erlebt hat. Nicht immer so hundertprozentig, aber zumindest im übertragbaren Sinne. Dann gibt es ein zweites Kapitel und das Kapitel heißt Auf dem Amboss, wo die Werkzeuge, die unbrauchbar sind oder waren, zu brauchbaren Werkzeugen gemacht werden. Da beschreibt er in einem Vorwort zu diesem Kapitel so eindringlich, wie dieses Werkzeug bearbeitet wird. Bam, bam, bam. Und das, nachdem es in die Glut des Feuers getan wird. Und wenn ich jetzt denke, dass wir Werkzeuge sind, Werkzeuge Gottes und die Geschöpfe Gottes, dann könnte ich mir vorstellen, wenn ein Werkzeug Gefühle hätte, dann wäre es wahrscheinlich ganz schön schmerzhaft. Da wird etwas abgetragen von dem Werkzeug und so weiter und so fort. Aber wenn das Werkzeug diese Bearbeitung überstanden hat, wenn das Werkzeug diese Bearbeitung durchlebt hat, gewissermaßen, dann ist es einsatzbereit. Dann ist es ein Werkzeug, was geschärft ist, was für jeden Einsatz da liegt und ja, auch seiner Berufung nachkommen kann. Ein jedes für das, für was es geschaffen wurde. Der Schöpfer, in dem Fall bei Werkzeugen ist es ja der Mensch, kann dann den Hammer gebrauchen, um etwas in die Wand zu schlagen, den Schraubendreher, um etwas zu schrauben. Oder wenn ich an grobere Werkzeuge denke, wenn man an Schmiede oder sowas denkt oder an Hufschmiede, wenn ich mir das immer mal angesehen habe, da braucht man schon gute Werkzeuge. Aber diese Werkzeuge, die sind ihrer Bestimmung nach im Einsatz. So, diese Geschichte, die wir gestern gehört haben, das war eine Geschichte aus dem Bereich Auf dem Amboss. Da ging es um Wüstenzeit. Da ging es um Einsamkeit. Ja, ein Werkzeug liegt immer allein auf dem Amboss. Der Schmied oder der Meister wird wahrscheinlich niemals 2 Werkzeuge gleichzeitig bearbeiten. Da liegt man immer allein und immer in der Hand des Meisters, also nicht allein. Man hat nur die anderen Werkzeuge gerade nicht um sich, wenn man da bearbeitet wird. Man hat nur den Meister und man liegt in seiner Hand. Man kann geformt werden von ihm. Man kann gestaltet werden von ihm. Und man kann einfach mit sich geschehen lassen, was passiert. Aber ja, da wird was abgetragen. Da wird an einem gearbeitet. Und ich kann euch eins versichern, die letzten 2, 3 Jahre waren für mich Amboss-Zeiten. Und ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich jetzt so langsam wieder in meine Berufung zurück darf. Der Meister hat das Werkzeug in einen kalten Wasserbottich gehalten und es hat gezischt und das Werkzeug ist fertig gestaltet und ich habe viel gelernt, glaubt mir, ich habe viel gelernt. Es lohnt sich, umgestaltet zu werden von Gott persönlich und ich bin dankbar dafür. Es hat auch Kraft gekostet und es war nicht einfach. Es ist mit manchem immer noch nicht einfach, aber Gott hat an mir gearbeitet und dafür bin ich dankbar. Amen.